Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit in einer gar nicht mal so weit, weit entfernten Galaxis. Da befand sich die Menschheit mit einer katzenähnlichen Rasse namens Kelrati in einem Krieg der Sterne, der auf dem PC neue Maßstäbe setzen sollte. Und genau wie sich George Lucas mit Star Wars in der Filmgeschichte verewigt hat, ist auch Chris Roberts mit seiner Wing Commander Saga ein fester Platz in der Geschichte der Computerspiele sicher. Ja, Wing Commander war damals schon wirklich ein Meilenstein, als das 1990 rauskam. So Raumkämpfe in so einer visuellen Qualität hatte man vorher einfach noch nicht erlebt. Und auch diese Mischung aus Spiel und Film, die Chris Roberts da inszeniert hat, war auch eigentlich eine ganz neue Erfahrung, was man vorher noch nicht kannte. Wir schreiben das Jahr 1990. Amiga und Konsolen wie das Mega Drive dominieren immer noch die Spielewelt, doch ein lang unterschätzter Konkurrent bekommt langsam aber sicher Aufwind, der PC. Mit VGA und Soundkarten bewaffnet mausert sich der einstige Bürohengst immer mehr zu einer leistungsfähigen Spieleplattform, der die Zukunft zu gehören scheint. Ganz vorne an der Softwarefront mit dabei das texanische Studio Origin Systems, zu dessen Gründern auch der berühmte Richard Garriott zählt. Ein Markenzeichen der Entwickler war es, die Hardware an ihre Grenzen zu treiben und dabei gleichzeitig wahnwitzige Mindestanforderungen zu verlangen. Wing Commander war da keine Ausnahme, als es am 26. September 1990 in den Händlerregalen zur Landung ansetzte. Allerdings war ich damals auch einer derjenigen, der an den hohen Hardware-Anforderungen von Origin bisschen verzweifelt ist. Das heißt, ich konnte mit meinem PC Wing Commander vorerst nicht spielen, habe mich dann die 2 oder 3 Jahre geduldet, bis das Ding für einen Amiga umgesetzt wurde und war dann erstmal schockiert, weil von diesen großartigen Kämpfen, von denen ich damals was gelesen hatte am PC, war dann auf dem Amiga nicht mehr so viel übrig geblieben. Also die Bildrate bewegte sich gefühlt bei 10 Frames per Second. Es war ganz, ganz schlimm zu spielen. Der Amiga war hoffnungslos überfordert, also ohne Turbokarte ging da gar nichts. Aber ein Jahr später hatte ich dann zum Glück auch einen PC im Zimmer stehen, der das alles gewuppt hat. Aber es war halt typisch für Origin damals, dass das Team genau wie Crytek so ein bisschen die Spiele entwickelt hat für Systemkonfigurationen, die es so eigentlich noch gar nicht gab oder die man sich sehr, sehr teuer kaufen musste. Ja, und Wing Commander hat dann einen Anfang gemacht. Zwar konnte man bereits mit Abstrichen auf einem 286er den Weltraumkampf erleben, doch erst mit einem 386er und einem mindestens 4 Megabyte großen Hauptspeicher konnte man die actionreichen Duelle gegen die Kelrati in ihren Salti- oder Dralti-Jägern richtig genießen. Sofern man vorher noch die Config-Sys-Datei ordentlich für das Spektakel editiert hatte. Was Wing Commander neben den grandiosen Raumschlachten mit ihren detaillierten Bitmap-Pixelgleitern ausgezeichnet hat, waren die langen Zwischensequenzen und Unterhaltungen mit anderen Piloten. Hier hatte man zum ersten Mal das Gefühl, ein Teil eines interaktiven Kinofilms zu sein. Ja, besonders cool war generell neben der Story auch das ganze Verhältnis der Figuren. Das war wirklich ein internationales Team an Kampfpiloten, was es da gab. Und die verschiedenen nationalen Eigenheiten kamen doch ganz gut zum Tragen. Spirit war zum Beispiel eine japanische Kampfpilotin, dann Paladin war ein Australier, was man auch immer so ein bisschen an seiner flapsigen Art gemerkt hat und seinen lockeren Sprüchen. Angel war dagegen eine Französin und das war halt eben auch noch so ein Faktor, der sehr gut zum Tragen kam. Christopher Blair war hier noch Zukunftsmusik. Denn in den ersten beiden Teilen konnte man sich den Namen des Protagonisten noch selbst aussuchen. Erst im dritten Teil schlüpfte Mark Hamill in die vorgefertigte Heldenrolle des Colonels, in der er zudem die Gespräche durch eine Auswahl an Fragen und Antworten in bestimmte Richtungen lenken konnte. Hier durfte sich der Spieler allerdings nur von vorgefertigten Sequenzen ohne Interaktivität berieseln lassen. Doch dafür bot das erste Wing Commander bereits unterschiedliche Storyzweige. Je nachdem, wie man sich in bestimmten Schlüsselmissionen geschlagen hat. Das große Hauptziel bestand darin, die Kelrati aus dem strategisch wichtigen Vega-Sektor zu vertreiben, indem es auch zum feindlichen Erstkontakt zwischen der Menschheit und der technologisch weit entwickelten Katzenrasse kam. Dieses Ziel war besonders deshalb von entscheidender Bedeutung, weil sich im Vega-Sektor ein Jump-Point befand, der direkt zum Sonnensystem
und damit dem Heimatplaneten der Menschheit führte. So begab man sich auf unzählige Patrouillenflüge, nahm es mit gewaltigen Kreuzern der Kirati auf und steuerte sein Schiff mit einem ruhigen Händchen durch bedrohliche Asteroidenfelder. Zuvor durfte man sich im Hangar aber noch um die Bewaffnung kümmern. Denn neben dem Standardlaser konnten die Schiffe unter anderem auch mit zielsuchenden Raketen ausgerüstet werden. Besonders gelungen waren die spürbaren Unterschiede zwischen den Gleitern, mit denen man sich in die Mission stürzte. Nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch setzte Wing Commander neue Maßstäbe in der Welt der Videospiele. Zwar war die Zeit noch nicht reif für echte 3D-Welten, doch da man sämtliche Objekte als skalierbare Bitmaps auf den Bildschirm zauberte, entstand die glaubhafte Illusion eines dreidimensionellen Weltalls. Allerdings fing Origin, zumindest am PC, mit einer Tradition an, die heute quasi zum Alltag gehört. Die Rede ist von zusätzlichen und kostenpflichtigen Inhalten. Die gab es damals natürlich noch nicht als Download, sondern landeten als separate Expansion Packs beim Händler. Mit den Secret Missions und Secret Missions 2 Crusade wurde die Geschichte in zwei Kampagnen weitererzählt. Meistens bringt man ja den Namen Wing Commander mit Chris Roberts in Verbindung. Was viele vielleicht gar nicht so unbedingt wissen, ist, dass eine andere Persönlichkeit auch involviert war, nämlich Warren Spector, den man ja hauptsächlich von System Shock und Co. dann kennt. Wie so viele andere Klassiker hat auch Wing Commander bei vielen Piloten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn neben der Action und Story hatte die Serie auch viele emotionale Momente rund um Verlust oder Verrat zu bieten, die sich im Gedächtnis eingebrannt haben. Man darf gespannt sein, ob Serienschöpfer Chris Roberts mit seinem Langzeitprojekt Star Citizen in die großen Fußstapfen von Wing Commander treten und mit seiner starbesetzten Kampagne Squadron 42 eine ähnliche Faszination entfachen kann. Interessant wäre sicher auch ein Ansatz im Stil von Mass Effect. Denn das Universum bot bereits genug Stoff für weitere Geschichten, wie es die beiden Privateer-Ableger bewiesen. Sicher würde der Konflikt zwischen den Kilrati und der Menschheit oder gegen neue Bedrohungen auch in einem Actionspiel mit Rollenspielelementen der Marke BioWare prima funktionieren.